Themenbereich Gesundheit und Vitalität kümmern wir uns heute um Ordnungsstrukturen, nämlich um Unfälle zu vermeiden, Barrierefreiheit zu haben, aber auch wirklich Zeitgewinn zu haben. Ordnung, sagt man ja so schön, ist das halbe Leben, aber wir sind ja Jäger und Sammler und meistens sieht das definitiv anders aus. Oder wir haben aufgeräumt und es hält nicht lange. Das ist irgendwie falsch. Wenn Sie Struktur sich wünschen, da sind Sie an unserer Seite heute, also Struktur- und Ordnungsplanerin, liebe Frau Jessica Danker. Da haben Sie viele Tipps für uns auf Lager, wie ich damit Zeit spare, Nerven spare, vielleicht meine Familie entstressen könnte und sogar mich schütze als Start-up. Das ist sehr weit gegriffen, denke ich. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Danke. Hallo. So, und jetzt ist ja eine Frage, wie gut ist die Ordnung in den Ordnern, damit wir Arbeit übermitteln können? Das passiert ja auch Ruhestand, das passiert, wenn jemand eine Stelle von sich aus wechselt, ohne große Fusion. Was sind da Ihre Gedanken dazu, wenn ich so in so eine Situation komme? Wie könnte ich vorbereiten? Gute, leichte, einfache Ordnerstrukturen anlegen, die eben für jeden erkennbar sind. Im Unternehmen, ich habe viele Kleinunternehmen, es ist ganz gut, die Struktur überall gleich zu haben, möglichst sofern möglich. Und auch zu Hause ist es so, wenn man eine gute, sichtbare Struktur vor allen Dingen auch hat, gerade wenn es um Ruhestand geht, zu sagen, ich habe einen Vorsorgeordner, wo die wichtigsten Unterlagen drin sind, damit alle wissen, die anderen 20 Ordner können vernachlässigt werden, aber der eine, der ist es und den kann ich mir greifen, weil eben erkennbar. Dann ist das schon die halbe Miete, sozusagen. Ja, das heißt, ich habe wirklich die Möglichkeit, schneller Prozesse weiterzugeben. Es kann ja auch mal ein Krankheitsfall im Unternehmen passieren und keiner kommt mehr klar mit den Sachen. Und dann muss ich erstmal tief reinarbeiten, was ja wirklich Zeit kosten kann und dann auch Geld kosten kann für das Unternehmen. Und die Struktur, die im Ordner ist, sollte vielleicht auch im PC wieder auffindbar sein. So, weil wir haben ja nun mal auch viel digital, haben wir gerade gehört auch. So, dass eben das so 1:1 quasi irgendwo abgebildet ist und wenn es rund laufen soll, funktioniert auch die Ablage, die dann in beiden Bereichen gleich ist und dann läuft es in der Regel auch mit Vertretung. Allein, es ist ja wie so ein Inhaltsverzeichnis sich aufzubauen, da haben wir schon in der Schule im Deutschunterricht gekämpft, Mancher. Gerade wenn ich ein Start-up-Unternehmen bin und anfange, bin ich ja Feuer und Flamme, Kunden zu gewinnen, meinen Job zu machen und zu tun. Wo sind die größten Gefahren oder wo könnte Struktur und Ordnung jetzt helfen im Durchstarten eines neuen Business? Also eindeutig im Backoffice-Bereich. Also was ja sehr gut funktioniert, ist die Fassade nach außen. Die ist hübsch. Ich mache Akquise. Das ist ja auch das, was ein Startup ja so ausmacht oder wofür es bekannt ist. Der erste Brief des Finanzamts ist oft der, der dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Eine harte Landung häufig. Harte Landung, lange Nächte und viel Sucherei. Hey, du kannst noch kein Backoffice perfekt aufbauen. Du kannst aber das so flexibel aufbauend gestalten, dass A, alle damit klarkommen, die auch keine Lust haben auf Dokumente. Und B, aber auch wenn so ein Brief kommt, alle sagen, ach easy, 2 Stunden, Thema durch. Und die Freizeit ist trotzdem irgendwo gerettet. Das soll nachhaltig sein. Was ist zu tun? Eine Grundstruktur schaffen. Eine Struktur, die aber auch zu mir passt. Natürlich, ganz individuell. Wir sind alle unterschiedlich, das ist auch gut so. Ja. Und ich würde nie einem Chaoten irgendwie eine, ich sage jetzt mal, spießige Struktur aufbürden. Das würde nicht funktionieren. Ein Chaot kann aber auch trotzdem strukturiert leben. Das geht. Struktur aufzubauen würde mir Zeit sparen. Was ist so ein Tipp von Ihnen? Wie kann ich mal vorgehen? Was könnte ich da machen, dass ich das einfach schaffen könnte? Kommt ein bisschen drauf an, jetzt in welchem Bereich. Machen Sie mal einen Vorschlag. Aber so als Grundidee ist für mich immer erstmal Musik an. Oh, gut. So. Ja. Dann habe ich schon mal ein bisschen diese Ruhe aus meinem Kopf, die mich ja eigentlich schon wieder dahin lenkt, zu sagen, oh, ich habe da ja eh keinen Bock drauf. Dann mal einfach gucken, ist es eine Schublade, die mich nervt? Dann räume ich die Schublade komplett aus. Mit der Musik, wie gesagt, alles vieles einfacher. Ist es der Dachboden, der mich immer wieder stört, dann reiße ich da mal die Tür auf und traue mich mal, da wirklich reinzugehen. Ein großes Thema ist aber dann, wenn Kinder, ihre Eltern langsam dazu kommen, dass der Rollstuhl durch die Wohnung geschoben werden muss. Und es ist eigentlich ganz schön eng geworden in den letzten Jahren. Wir haben ja so die Neigung, eher ein zweites Regal zu kaufen, als das andere auszusortieren, um das auch zu befüllen. Wie gehe ich da vor? Gerade, ne, Eltern, Kinder,
Wie kriegen wir das hin, dass wir Freiräume schaffen, Barrierefreiheit auch schaffen können? Also das Thema zwischen Angehörigen und Betroffenen ist immer nicht ganz so leicht. Das hat auch gar nichts mit gutem oder schlechtem Verhältnis zu tun. Das ist ja so typisch, wer Kinder hat, weiß es. Wenn Mama was sagt, ist es völlig was anderes, als wenn Sie das jetzt sagen würden. Und so ähnlich ist es auch in einer familiären Beziehung. Man guckt immer ja schon als Angehöriger, man sieht, wie die Probleme quasi oder wo die auftauchen mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl, versucht sich irgendwie durchzulavinieren, weil Mama sagt, das bleibt alles, wie es ist. Ich will das partout nicht, dass sich hier was ändert. Auch da ist es so, dass ich so ein bisschen der Familienretter irgendwann bin, der so dazwischen quasi steht. Der dafür sorgt, indem ich den Betroffenen erst einmal beobachte, wie geht der jetzt durch die Wohnung, sind da auch wirklich Stolperfallen vorhanden, die der Angehörige sieht, wo ich aber sage, derjenige hält sich da aber fest, das kann ich dann nicht einfach nehmen. Das kann auch wiederum gefährlicher werden, als wenn ich jetzt den Stuhl halb im Weg stehen lasse. Ich kann aber, wie gesagt, auch ein bisschen so die Situation entschärfen. Also ich versuche so ein bisschen so die Selbstbestimmung bei den Betroffenen zu haben, den Angehörigen aber ganz stark mit ins Boot zu holen, damit beide am Ende nachher eine zufriedene, zur Not auch Kompromisslösung haben, die eben beiden gut tut. Und jetzt passiert das ja, zwei Menschen prallen aufeinander, zwei Ordnungsstrukturen. Ne? Wir bauen uns ein Haus, so, und dann wird es richtig lustig. Ein kleiner Tipp, was ist da zu retten, weil das ist ja wirklich manchmal zwei komplett unterschiedliche Formel. Ich bereite Umzüge quasi so vor, ob es nun in ein betreutes Wohnen geht oder auch eben so eine Zusammenführung von zwei Partnerschaften, dass wirklich in dem Moment weniger mehr ist, mehr zählt und beide das mitnehmen, was nur noch Not tut. Und dadurch wird man das in der Regel schaffen, dass nicht plötzlich der fünfte Fernseher auftaucht oder das besagte Regal, das man nicht braucht. Weil Regale, wie Sie vorhin schon sagten, die leer sind, das können wir Menschen einfach schwer aushalten. Weil damit ist der Nutzen irgendwie nicht gegeben. Wir kennen das alle. Wir haben eine Ordnung geschaffen im Schrank, in Ordnern und es hält nicht. Was sind so die Tipps, die eine Beraterin wie Sie uns geben können, um zu sagen, so könnte es funktionieren? Wichtig ist erstmal zu gucken, warum hält es denn nicht? Habe ich einmalig dafür gesorgt, dass es erstmal ganz nett aussieht? Oder hat es auch eine gewisse Nachhaltigkeit? Wichtig ist bei Ordnern zum Beispiel zu gucken, kann ich das so leben? Bin ich ein Mensch, der überhaupt mit Ordnern leben kann, mal als Beispiel? Um mal auf die Chaoten, sag ich mal, zurückzukommen, für die wäre das wahrscheinlich nichts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ablage gut und strukturiert auch einzuhalten denn im Nachgang, wenn ich denn weiß, wie derjenige das gern hätte und braucht. Also sind wir eigentlich auch in dem Bereich viel zu fixiert auf Formen, die uns vielleicht gar nicht gut tun, an denen wir uns festklammern? Da müsst ihr auch noch ein bisschen mehr lernen, dann als nur mal einen neuen Weg zu finden, sondern auch mal anders zu denken, höchstwahrscheinlich, oder? Ja, auch mal ein bisschen auszuprobieren. Ne? Also es ist gerade bei den Startups ja auch so, die können noch gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich im Nachgang oder überhaupt brauchen. Die Strukturen werden sich erst finden, werden sich vielleicht auch noch mal völlig umwandeln. Umso wichtiger ist auch eine gewisse Flexibilität gerade am Start. Und wichtig ist immer zu gucken, was bin ich für ein Typ, wie tick ich? Mhm. Wir haben vorhin gesagt, okay, es gibt einerseits die Variante, ich habe Eltern, da muss ich ein bisschen gucken, Barrierefreiheit hinzukriegen. Wir gehen in eine Partnerschaft, ziehen zusammen, hilft es weiter. Ich habe ein Start-up, es steht ein Unternehmen an, wo Umstrukturierungen sind, Arbeiten müssen übergeben. Es gibt also an vielen, vielen Orten und Stellen Stellschrauben, wo ich wirklich mit Struktur und Ordnung uns allen helfen kann. Mhm. Wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich sagen würde, ja, das habe ich jetzt verstanden, ich möchte jetzt Zeit sparen. Was sind so die ersten Schritte oder wie finde ich jemanden? Wie kann ich vorgehen? Erstmal ist wichtig zu gucken, wo verliere ich denn gerade Zeit? Man hat immer ja das Gefühl, man verliert Zeit. Ist das wirklich so? Wenn ja, wo läuft es in meinem Unternehmen nicht rund? Weil in der Regel ist es so, dass dort, wo was rausfällt aus so einem runden Ablauf, da eckt es irgendwo an. Und das ist oft in diesen Bereichen Buchhaltung, Ablage,
weil das Dinge sind, die so nachgelagert sind, die viel Papier produzieren immer noch und wo man auch vielleicht nicht so die Lust zu hat. Und da eben genauer hinzugucken und dann zu gucken, okay, warum ist das so und was gibt es für Möglichkeiten? Und da gibt es, wie gesagt, nicht nur eine Form, sondern eben verschiedene Ablagemöglichkeiten, verschiedene Wege auch, die sich da auftun und die man gut dann einbauen kann in das schon Funktionierende. Und wie kann ich jetzt vorgehen? Würde ich jetzt im Internet suchen? Gibt es Bücher, Trainings? Wie würde ich vielleicht für mich meinen, wie ich finde, mich in das ordnungsneue System, was ich für mich erfinden kann, heranzutasten? Also es gibt viele Bücher, es gibt auch viele Online-Trainings, richtig. Es gibt Facebook-Gruppen, die über Ordnung berichten, wo man sich gegenseitig auch mal fragen kann, wie macht ihr das eigentlich? Da geht es los mit kleinen Hausfrauentipps bis hin zu ganzen Räumen, die dann da Foto für Foto sich verändern, verbessern und verwandeln. Also es gibt da viele Möglichkeiten, erstmal reinzuschnuppern und zu gucken, komme ich dann alleine gut damit klar oder brauche ich vielleicht doch noch jemanden an meiner Hand, weil ich dann vielleicht auch mehr Spaß und Lust an der Sache habe. Ja.